Regenbrüche hier. Und spürt wirklich, wie wichtig es auch wirklich war. Es war eines der übergeordneten Ziele für uns schon von Wettbewerb an. Und wir haben eigentlich schon im Wettbewerb am meisten darüber diskutiert, wie gesagt, welcher Entwurf am besten diese öffentliche Qualität generiert. Weil das ist es, was es am Ende ausmacht, nicht nur ein schönes Gebäude zu haben, wo wir gleich im Inneren noch viele Themen haben, aber hier im öffentlichen Bereich eben das Erdgeschoss, das fast 90% öffentlich ist, das Erdgeschoss zu beleben und wirklich frei durchgängig zu machen zu einem öffentlichen Quartier und einem urbanen Campus, so wie es eben auch andere Bausteine in der Stadt München gibt, die sukzessive mit so Hofabfolgen und Passagen geöffnet wurden und eben zu dem Mehrwert und Qualität für die Menschen beitragen. Über uns sehen Sie die Brücke, die nur an einer Stelle mal das Palais anbindet. Das war für uns ganz wichtig, dass es ja sehr sensibel ist, dass das Palais, was Sie hier auf der linken Seite von mir sehen, das Palais ist ja ein Einzeldenkmal, wurde zwar sehr stark von Bombentreffern im Krieg getroffen, ist aber als Einzeldenkmal ein sehr schönes Gebäude und da sind wir im Einklang mit dem Denkmalschutz. Das werden wir gleich im Inneren dann nochmal sehen, was wir da auch gemacht haben. Dieser Empfangstresen ist eher ausgebildet wie in einer Hotellobby sozusagen. Im Hotel gibt es nur den Unterschied, dass sie von vorne in die Aufzüge gehen würden. Bei uns geht man von hinten rum, weil man erst durch diese Sicherheitsschleuse durch muss und von hinten in den Aufzug tritt. Das heißt, diese Eingangshalle ist eine öffentliche Eingangshalle und es ist für uns ein Hof, genauso wie die anderen Innenhöfe Höfe darstellen. Deshalb war uns auch wichtig, dass das Dach, was hier drüber kommt, wirklich eher wie ein Regenschirm, ganz leicht dieses Dach drüber wird. Deshalb ist es ein Folienkissendach, ähnlich wie bei der Allianz Arena, also linsenförmige Folienkissen, die das überspannen. Also ein ganz leichtes Dach, viel, viel Öffentlichkeit hier drin, viel Kommunikationsmöglichkeit und sehr viel visueller Austausch. Die Transparenz des Areals sieht man hier in der Eingangshalle, meine ich, sehr, sehr stark. Zum einen haben wir hinter den Aufzügen längs so eine Verbindungsachse, wie wir es nennen. Das ist eigentlich eine Flurverbindung durch das gesamte Areal, die aber aufgeweitet ist. Dort stehen Exponate und Aufenthaltsflächen. Wir gehen nachher auch durch, dass Sie es sehen werden. Dort gibt es keine Büroflächen angelagert. Das war uns wichtig, dass es auch so bleibt, wie es im Wettbewerb vorgeschlagen wurde. Es ist eine lebendige Fläche, die dazu führen wird, dass die Mitarbeiter motiviert werden, möglichst eben auch diese zu benutzen, um sich zu verteilen im Gebäude. Möglichst viele, die auch die Glasaufzüge hoffentlich nutzen. Wer die Aufzüge in Glas nicht mag, der kann eine von den anderen zusätzlichen 20 Aufzügen nutzen. Also das Gebäude hat sehr viele dezentrale Erschließungsmöglichkeiten, aber eben wir wollen die Mitarbeiter motivieren, sich eben hier in das Herz des Gebäudes hineinzubewegen und auch hier eben zusammenzufinden. Verbindung hier mit dem Erdgeschoss, mit dieser einläufigen Treppe, wird das sicher stark angenommen werden. Mitarbeiter die Chance haben, möglichst viele hier auf diesen Tresen zu schauen, auf dieses Dashboard, wo dann die neuesten Nachrichten laufen können, wo man sich informiert. Und ihr besprecht da ja immer die Morgenlage, insofern umso besser, dass das hier, freut mich auch besonders, dass das hier auch wieder so super funktioniert.
Das ist, also, ist aber die einzige Fläche, die so eine Besonderheit hat. Ansonsten sind die Büroflächen eigentlich eben nicht mit so Sonderfunktionen ausgestattet, sondern haben eben dieses gleichförmige, was wir vorhin schon uns angeschaut haben. Hier natürlich mit der Besonderheit, dass nicht nur sehr schönes Tageslicht hier von dem Hof reinkommt, sondern mal auch, wenn Sie hier drüben dann mal vorbeikommen, Sie haben dann auch den direkten Blick runter in den Palais, die da eben auch in der Veranstaltung sind. Schließen kann man es natürlich jederzeit, aber die Chance besteht und bin ich eigentlich sehr froh, dass wir genau an der Stelle auch sitzen und diese visuelle Interaktion hier haben.